Und damit herzlich willkommen zurück, zu Don't Starve Shipwrecked. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Effekt zu bedeuten hat, aber es soll mir erstmal egal sein. Wir machen unsere Mission weiter. Es kann tatsächlich sein, dass es das Wetter ist, dass sich da irgendwie was ankündigt, dass es kalt wird oder stürmisch. Ich rüste mal den Speer aus, weil ich nicht weiß, ob diese blöden Viecher nicht wiederkommen. Neblig. Komm, wir fahren jetzt einmal runter. Ich will jetzt gucken, ob die wiederkommen. Und immerhin geben sie Monster mit. Aber vielleicht sollte ich das auch einfach nicht tun. Weil es scheint ungemütlicher zu werden. Ich will nur wissen, ob sie wiederkommen. Ich denke mal, es bedeutet einen Wetterumschwung. So, hier war das flachere Wasser und hier sind sie dann auf einmal angekommen. The Beaster. Nee. Okay, irgendwie nicht. Gut. Dann soll es mir jetzt egal sein. Ich düse jetzt hoch zu unseren Wasserbüffeln. Versucht, Poop einzusammeln und wir brauchen dringend... Ah, guck mal, es wird schwieriger. Es wird tatsächlich schwieriger, gegen den Wind anzusegeln. Und das war's mit unserem Segel. So. Nee, doch nicht. Es lag daran, dass unser Segel kaputt gegangen ist. Und jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Okay, das klingt... irgendwie gefährlich. Doch, es ist gegen den Wind schwieriger. Das klingt nicht gut. Was ist das? Okay, die scheinen nicht in der Brumpf zu sein. Das ist gut. Das kann nicht gut sein. Oder ist das nur in Anführungsstrichen nur Sturm? Also die Mangroven sind nicht nachgewachsen bislang, wie mir scheint. Okay, das Wetter ist nicht gut gerade. Es wird ein Sturm. Aber hallo. Schlange ist auch noch da, wo wir sie zurückgelassen haben. Das ist ja richtiger Mist. Kommen wir erst jetzt die California Roll. Ach du grüne Neune. Richtiger Mist. Richtig übel ist das. Ich weiß aber auch nicht, was das denn jetzt für uns für Folgen hat. Was jetzt passiert? Das ist wieder was ganz Neues. Ich meine, der Regen, der scheint ziemlich heftig zu sein. Oh. Hier, diese Hails. Das ist Hagel. Es hagelt. Ach du Schande. Oh. Nein! Oh, Schande, wie Schande! Ich bin jetzt mal so gierig und sammle die Hails ein, aber ich glaube, das ist nicht gut, was ich hier mache. Und hier sind überhaupt keine Bienen. Warum sind hier keine Bienen? Da sind überhaupt keine Bienen. Haben wir überhaupt schon hier welche gehabt? Oh Gott. Da sind keine, da sind keine. Wir hatten hier noch gar keine Bienen. Ich bin ja ein Spezi, was? Bringe ich uns hier so in Gefahr, von Hagel erschlagen zu werden? Oh, vom Blitz erschlagen zu werden? Willow, was für blöde Ideen hast du eigentlich?
Es tut mir leid, sorry. Kannst du essen? Komm, den ganzen Hagel. Wir nehmen mit, was wir kriegen können, damit sich das auch hält, bis wir wieder zu Hause sind. Ach du Schande! Müssen wir jetzt irgendwie überstehen hier, ne? Ich kann jetzt im Dunkeln, werde ich nicht zurückfahren. Jetzt kannst du knicken. Was könnten wir uns da nochmal draus basteln? Eis, ne? Was will ich mit Eis? Wow! Es tut mir leid, Willow. Sorry. Giftschlange! Das wird ja lustig. Komm. Nein, nein! Oh, Kacke. Die wollte ich haben. Oh Gott. Nein! Willow, es tut mir leid, sorry. Es tut mir... Oh, Willow, es tut mir leid. Entschuldige. Oh mein Gott, was machen wir? Wir müssen hier weg. Oh Gott. Hilfe. Bist du jetzt? Wir müssen hier weg. Schande, Rio, Schande. Liegt das jetzt hier nur an dieser Insel? Nee, ne? Die hat wahrscheinlich überall das gleiche Problem. Ich kann auch jetzt nicht auf offene See rausfahren. Oh Gott. Oh Gott. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann, bitte. Nein. Oh, Scheiße. Aber hier scheint... Okay. Bitte nicht ins Boot einschlagen. Bitte nicht ins Boot. Hier sind so viele Bäume. Nein! Oh Gott. Was mache ich? Versuch mal, es ist doof, man macht es bei Gewittern nicht, in der Nähe von Bäumen zu sein, aber ich hoffe ja, dass es dann eher die Bäume trifft und nicht mich. Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ich kann da jetzt nicht losfahren. Scheiße. Scheiße. Dieses Spiel macht mich fertig. I hate it. Frag mich mal. Und ihr geht's vom Kopf her schon wieder... Nee, warte, wir müssen erst was essen. Ihr geht's vom Kopf her so beschissen. Nein, das Feuer ist aus. Oh, damn it. Ich kann jetzt auch nichts machen. Geh nur das Gute auf jetzt. Wenn ich jetzt mit dem Geisteszustand... Ich muss Blumen pflücken. Wenn ich mit dem Geisteszustand auf mein Boot steige, dann geht es ganz von vorne los. Dann werde ich es nämlich anzünden. Ich habe meine Maus schon wieder gesucht. 62. Das kannst du knicken. Kannst du sowas von knicken? Hör auf, bitte. Was ist das? Was ist das für ein Pilz? Egal, ich buddel ihn jetzt aus. Es sind blaue Pilze. Waren die für den Kopf? Oh, es beruhigt sich ein bisschen. Lass mich bitte Feuer machen. Ich muss was essen. Ich kann so nicht auf mein Boot steigen. Na Mann, dieses Scheiß... Na toll! Ja, es smeltet. Ja, alles klar. Scheiße, scheiße. Das ist der Nachteil von Willow.
bau irgendwas. Eine Haywall. Meinetwegen. Build. Nein, warte mal. Build sie meinetwegen sie hin. Komm, komm. Wir bauen jetzt hier ein sinnloses Bauwerk hin. Ein Razor. Oh, wow. Das macht eine Menge aus. Das ist eine Freude. Das reicht nicht aus. Ich krieg eine Vollkrise. Ich krieg eine Vollkrise. Wir werden hier sterben. Warte, ich kann jetzt ein Feuer machen. Das hat aufgehört. Wieso haben wir nur einen blauen Pilz? Ach, weil ich einen eben gegessen habe. Wenn die gekocht sind, dann geht's. Alles klar. Ich muss erstmal eben... Macht aber den Kopf nicht wieder klar. Verdammt. Das auch nicht. Ich kann mit 62 Gesundheitspunkten kann ich nicht auf mein Schiff steigen. So eine Scheiße. Ach, halt die Schnauze, Schlange. Das macht nur Gesundheit wieder gut. Ich muss die Mandrake essen. Wäre auch eine Maßnahme. Und das... Doof. Und die sind noch nicht mal Bienen. Wie kam ich denn darauf, dass hier Bienen sind? Was Beklopptes. Ja, das ist schon schlecht. Das heißt, wir... Warte mal, das konnten wir aber nicht mit dem hier basteln, ne? Es wird schon wieder dunkel. Ich krieg zu viel hier. Konnten wir nicht hier basteln damit, ne? Mit Eis. Oder mit Hagel. Nee, nee, das musste man, glaube ich, mit der Alchemie-Engine machen. So ein Mist aber auch. Ja, bringt mir nichts. Ich, komm, mit 77 wage ich es jetzt einfach. Ich habe keine andere Wahl. Was passiert denn dann damit? Das wird das schlecht. Ich habe echt keine andere Wahl. Ich muss jetzt zurück. So, pass auf. Der direkte Weg ist einmal schräg nach unten. Ich muss hier zurück. Ich muss erstmal direkt jetzt nach unten. So schnell es irgendwie geht und ganz schnell zu uns in unser Lager zurück. Alles klar. Also, wir brauchen dringend, ganz dringend einen Blitzableiter bei uns im Lager. Und das wird mir schlecht. Nein, das ist gleich wegbetten. Oh Mann, ich komme noch nicht mal rechtzeitig zurück, um das noch zu nutzen. Ach Mensch, hau ab. Nein, verschwinde. Nein, verschwindet. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Oh Gott, das ist echt genau das, was ich auch noch wollte. Ja, super, genau. Mit dem Boot nachts durch die Wellen. Haut ab, ihr blöden Stinktiere. Nein. Ich kann auch nicht mal anhalten und gucken, ob ich richtig fahre. Muss jetzt einfach so weitermachen. Okay, das sind zum Glück. Wie sieht's aus? Wo bin ich? Nee, ich will in unsere, zu unserer Insel. Das nützt nichts. Ich muss noch einmal noch mit durch. Nein! Oh shit, ja, das ist genau das Richtige. Ich nehme jetzt jede Welle mit. Super. Und das war es auch schon. Ich hoffe, wir erreichen die Insel oder wir sehen uns auch gleich wieder. Ich sage erstmal bis hierhin, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe, wünsche euch Lissy.